Willkommen zurück zu Kommentari. Ich bin Ari und wir spielen heute Dragon Age Origins weiter. Wir schauen uns nur noch kurz an, was in den letzten Episoden passiert ist und dann geht's auch gleich weiter. Nachdem Logan den Fereldischen Thron bestiegen hatte, wandten sich die Wächter hilfesuchend an den einflussreichen Arl Eamon von Radcliffe. Als sie Radcliffe erreichten, zeigte sich jedoch, dass die Stadt von Untoten belagert wurde, die Nacht für Nacht über die gebeutelte Stadt herfielen. Mit der Hilfe der Heldin hielten die Bewohner von Radcliffe den untoten Horden stand. Als die Wächter Arl Eamons Schloss erreichten, lag der Arl im Sterben und sein Hofstaat war dem Wahnsinn verfallen. Um das Leben seines Vaters zu retten, hatte sein Sohn Connor einen Pakt mit einem Dämon geschlossen, der rasch von ihm Besitz ergriffen hatte. Die Heldin schritt ein, befreite Connor aus den Fängen des Dämons und brach so dessen Macht über Radcliffe. Aber Geschäfte mit Dämonen haben immer einen Haken, denn der Dämon hatte nur versprochen, Eamons Leben zu retten, nicht aber ihn zu heilen. Arl Eamon brauchte ein Wunder, um zu genesen. Die Heldin machte sich auf die Suche nach der heiligen Asche Andrastes, von der es hieß, sie würde jedes Gebrechen heilen. Okay, ich brauche noch mehr Skillbücher, also sehe ich euch gleich, wenn ich mehr habe. Nicht mal, wenn niemand mit uns reden. Schön. Alright, was haben wir denn noch so? Ach ja. Oh. Ich lade mal einen Gefährten ein. Immerhin müssen wir jetzt nicht mehr allein schlafen. Tja, Alistair. Ich bin einsam. Sorry. So, mit dem Dringendsten jetzt erledigt, würde ich sagen, dass wir mit den Magie-versierten unbedingt Kameraden losgehen. Plus Alistair, I guess.
Yeah, I guess. Ja. Und jetzt schließen wir endlich die Map hier ab. Keine weiteren Unterbrechungen. Sehr schön. Irgendwelche Befehle? Sehr schön. Ich werde es tun. Wird erledigt. Ist das alles? Mehr kannst du nicht. Dann los! Schlüssel. An diesen schweren Eisenschlüssel klebt getrocknetes Blut. Du hast ihn in Höhenleaf in der Tasche eines toten Dorfbewohners gefunden. Aha. Honleaf, sorry. So, das lesen wir uns auch gleich durch. Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Notizen? Ah, da. Herrin Mathilda, Nachricht eines des Dorfrates von Höhenleaf. Honleaf, sorry, warum soll ich mal Höhen? Der Rat hat einstimmig beschlossen, euch mit den Dekorationen für das bevorstehende Erntefest in Honleaf zu betrauen. Wir alle sind noch überwältigt von eurer Arbeit für die Wintersonnenwende. Wie üblich muss die Statue mit Dingen geschmückt werden, die das Wesen der Jahreszeit widerspiegeln. Iris hat freundlicherweise angeboten, uns ihren breitkrempligen Strohhut mit den Beeren und den Gänseblümchen zur Verfügung zu stellen und würde sich sehr darüber freuen, ihn auf der Statue wiederzufinden. Zusätzlich wird Bauer Goodman einige seiner Babykürbisse spenden. Ich bin der festen Überzeugung, dass eine um die Schultern der Statue drapierte Girlande aus kleinen Kürbissen und Bändern zauberhaft aussehe. Ich bin mir sicher, dass, egal wofür ihr euch auch entscheidet, das Ergebnis reizend sein wird. Wir alle freuen uns schon sehr darauf. Tja, und das ist die Statue, die gemeint ist, ne? Steht noch ein Korb daneben. Korb mit Vogelfutter. Großenteils ist das Vogelfutter streut, um Vögel anzulocken. Okay. Diese Statue scheint inaktiv zu sein. Ich glaube, das ist ein Golem.
Er ist beschädigt und vielleicht irreparabel. Aber es könnte einen Weg geben, ihn zu reaktivieren, selbst wenn das nicht notwendigerweise klug ist. Näher betrachtet sieht man, dass zahlreiche Kristalle in die Statue eingesetzt wurden, von denen einige gesprungen sind. Das könnte die Arbeit von Zwergen sein. Na gut, versuchen wir es mal. Dulef Gar. Nichts geschieht. Entweder funktioniert der Kontrollstab nicht, oder das Befehlswort ist falsch. Alright. So. Dann gehen wir jetzt kurz zurück. Ach, dang it, jetzt habe ich niemanden bei, der die Truhe öffnen kann. Naja, machen wir nächstes Mal. Ach nö, ich will das nicht alles nochmal spielen. No. Ich muss das alles nochmal spielen. I quit. I've done too many things. I'm gonna continue this tomorrow. Heute habe ich echt keinen Bock mehr, das zum dritten Mal zu spielen. Ich habe hier noch ein paar Geschenke für ein paar Leute. Und zwar für Stan. Ich glaube, es ist für Stan. Ja, Totengebete der Kunari. Ich danke euch. Jetzt müsste er maximal sein. Ja. Hast du noch irgendwas anderes zu erzählen jetzt? Ihr habt gerufen? Gut. Sprecht. Dann schlage ich vor, dass wir weitergehen. Das überrascht mich nicht. Also gut. Wie ihr wünscht. Okay, also mit Stan sind wir komplett fertig. Gut zu wissen. Übernehmen. Okay, das kam in unserem Gespräch nicht vor, aber ich musste es eh nochmal neu spielen. Also habe ich mal ein bisschen das Gespräch verändert. Und zwar, sie würde also eine neue Tochter großziehen, falls ihr sterben würdet? Nicht auf natürlichem Wege. Vielleicht sollte ich das als Vertrauensbeweis ihrerseits für meine Fähigkeiten werten. Oder sie wollte mich aus der Korkari-Wildnis entfernen, damit sie in Ruhe ihr Ritual vorbereiten kann.